Bei aller Freude auf Anwenderseite über den vereinfachten Zugang zu Medizinalblüten per Telemedizinrezept kommt zunehmend Kritik auf an Telemedizinanbietern, die Rezepte ohne Erstberatung, teils nur per Fragebogen vermitteln. Aus welcher Richtung die aktuelle Kritik kommt und wie es derzeit um den Medizinalblütenmarkt steht, schauen wir uns in diesem Video an. Grundsätzlich der Hinweis, zur Versorgung ohne medizinische Indikation ist der Eigenanbau der richtige Weg. Probiert es wenigstens. Dazu 15% Rabatt auf Samen im Shop mit folgendem Rabattcode golden-summer-sale-yt gültig im September auf bio-gartenwelt.de. Der Verband der cannabisversorgenden Apotheken e.V. VCA verweist auf die ihrer Einschätzung nach rechtliche Fragwürdigkeit besagter, teils nur mit Fragebogen arbeitender Telemedizinanbieter. So habe der VCA an die Bundesärztekammer, die Bundesapothekenkammer und die Politik geschrieben, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Interessanterweise nutzte man die Interviewgelegenheit dazu auch, um insbesondere auf wirtschaftliche Wettbewerbsnachteile durch Vertriebsabsprachen zwischen Anbietern und manchen Apotheken hinzuweisen. Von daher stellt sich jetzt die Frage, welche Nachteile zeigen sich denn in der Praxis für medizinische Anwender? Gibt es etwa weniger Medizinalblüten? Sind negative Auswirkungen auf die Preise ersichtlich? Werfen wir einen Blick auf die Marktlage. Wenn immer ich auf die Preisvergleichsseite meiner Wahl gehe, sehe ich gefühlt jeden Tag mehr Sorten in der Übersicht. Aktueller Stand 781 auf lowes.com und ja, wie gesagt, gefühlt jeden Tag wären es mehr. In Sachen Preisstruktur fängt es mittlerweile an ab rund 4 Euro pro Gramm, bei über 400 Sorten für unter 10 Euro pro Gramm erhältlich in der Apotheke. Und wie steht es um die Verfügbarkeit? Hier mal als Beispiel die günstigste Sorte ab einem Preis von unter 4 Euro knapp, 3,98 € pro Gramm zuzüglich Versand. Wie ihr seht, bei fast jedem Anbieter auf Lager und zwar nicht nur im Restbestand, sondern wie man im dunkelgrünen Status hier sieht, auf Vollbestand. Wenn ihr meint, ach, das ist jetzt nur ein Einzelbeispiel. Nein, nicht nur die günstigste Sorte, die derzeit angeboten wird, ist so voll verfügbar. Die meisten Sorten sind lieferbar. Vielleicht nicht immer bei jeder Apotheke, aber wer zumindest Online-Preise vergleicht und eben auch auf die Versanddienstleister zurückgreift, der hat in der Regel kaum aktuell Versorgungsprobleme. Also im Fazit, wenn man weitergeht, gibt es kaum gänzlich ausverkaufte Sorten. Von einem Mangel und begrenzten Kapazitäten kann aktuell wohl kaum noch die Rede sein. Du kannst dir Medizinalblüten aktuell nicht leisten. Und was bringt dir dann diese Entwicklung? Aktuell sinken die durchschnittlichen Preise bei steigender Sortenverfügbarkeit am Markt. Langfristig werden sinkende Preise für Medizinalblüten vermutlich auch den Widerstand seitens Krankenkassen bezüglich Kostenübernahme sinken lassen. Neben dem VCA gab es auch Stimmen aus der Pharmabranche, die auf Restriktionen drängten sowie die Ausrichtung auf Fertigarzneien, weg von Medizinalblüten in Naturform. Gegen Angebotsergänzungen sagt niemand etwas. Eine Forderung zu gesetzlichen Einschränkungen bei Medizinalblüten jedoch lehne ich persönlich konsequent ab. Und wenn du wissen willst, wie es dazu wie auch zu vielen weiteren Themen weitergeht, würde ich mir sehr über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal freuen. Aktiviere auch die Glocke, um nichts zu verpassen. Nochmal der Hinweis, 15% Rabatt auf Samen mit dem Rabattcode golden-summer-sale-yt gültig im September auf bio-gartenwelt.de. Bis zum nächsten Video, ciao.